Was zuletzt geschah. Der Urlaub hatte begonnen. Eine entspannte Zeit für das gesamte Team. Sie alle würden reisen und nebenbei nach Günthers Erinnerungen und speziell dem Lied der Erinnerungen suchen. Hierzu gingen sie auf eine große Reise zur Kristallhöhle. Der erste Stopp? Die heißen Quellen, an denen sie den früheren Gildenmeister Knuddeluft trafen. Ihr nächstes Ziel? Werde nun die Großstadt Metro City werden. Kapitel 12. Die Geschichte von Metro City. Spoilerwarnung für meine englische Fanfiction Never Alone auf fanfiction.net. Wir erreichten die von Knuddeluft erwähnte Stadt bei Sonnenuntergang. Bereits aus der Ferne war sie zu erkennen. Es war unfassbar und nicht nur für mich. Wow, was ist das für eine riesige Stadt? Ich dachte, Schatzstadt wäre die größte Stadt der ganzen Region. Lord Ecke erklärte uns, nein, Metro City ist schon seit langem größer. Die Stadt gehört zu den größten auf der ganzen Welt, wenn sie nicht inzwischen sogar die größte ist. Trotzdem liegt der Fokus der Leute eher auf Silberdorf und Schatzstadt, hauptsächlich wegen der letzten großen Kriege, die geschlagen wurden. Aber dabei vergessen die Leute oft, dass Metro City vor vielen Jahrzehnten auch bereits Opfer von etwas derartigem geworden ist. Es gibt einige, die behaupten, dass Darkrai schon damals seine Finger im Spiel hatte. Der lernt es niemals. Naja, auf jeden Fall ist diese Stadt vor allem für eine kriminelle Organisation bekannt gewesen, die es hier einmal gab. Die Sklaven der Finsternis nannten sie sich. Sie versetzten die gesamte Gegend in Angst und Schrecken. Nur die Polizei hier im Ort konnte ihnen irgendwie Widerstand leisten. Der damalige Kommissar kommt mir jedoch immer noch sehr seltsam vor. Aber nicht, weil er seine Arbeit fragwürdig machte. Er war ein Kanimani namens Günther. Und das ist wohl ein riesiger Zufall. Es verwirrt mich hin und wieder. Was damals jedoch genau geschah, kann ich euch nicht sagen. Nur, dass irgendein Dämon schuld am Krieg war. Naja, vielleicht erfahren wir ja sogar in der Stadt etwas, während wir eine Bleibe suchen. Shanux erwähnte einen weiteren wichtigen Punkt. Und vergiss nicht, dass wir Knuddelufts Freunde grüßen sollen. Lord Ecke wirkte etwas genervt. Er hätte uns wenigstens sagen können, um wen es sich handelt. Er sieht ohnehin ja alles als Freund an, was atmet. Etwas harsch ausgedrückt, aber... Naja, irgendwo hatte er ja recht. Wir betraten so die riesige Stadt. Es war wirklich beeindruckend. Manche der Häuser hier waren größer als alle Gebäude, an die ich mich erinnerte. Nach den Erzählungen von Lord Ecke könnten sie wohl nicht mit dem Zeitturm mithalten, aber... Am Eingang stand bereits ein Schild. Zwei Pokémon standen davor und unterhielten sich. 150 Einwohner, besagte das Schild. Selbst Latias war erstaunt. 150? So viele? Ich hatte mit 60 gerechnet. Oder 70. Silberdorf hat nicht einmal 30. Hier sind es so viele? Lord Ecke wandte sich gleich an die beiden Pokémon. Sie erinnerten stark an Teile unserer Gruppe. Ein Shinux und ein Vulpix. Sie wirkten jedoch sehr alt. Mindestens in Knuddelufts Alter. Entschuldigung, wo kann man hier im Ort ein Nachtlager finden? Die beiden zuvor sehr vertieften Pokémon bemerkten nun Lord Ecke. Das Shinux antwortete mit einer Gegenfrage. Seid ihr die Pokémon, die Knuddeluft uns angekündigt hat? Wir waren alle etwas perplex. Wie angekündigt? Also ja, wir kennen ihn und er hat uns gesagt, dass wir hier im Ort Freunde von ihm grüßen sollen, aber... Ich denke, dass wir dann die sind, die ihr sucht. Wir haben gestern einen Brief von ihm bekommen, der euch angekündigt hat. Gestern, aber... Er weiß erst seit heute Mittag, dass wir hierher kommen! Alle wurden für einen Moment still. Das Shinux durchbrach die Stille. Wenn ich eins weiß, dann... Hinterfrage niemals Knuddelufts Methoden. Und ich denke, es ist relativ egal. Er hat uns auf jeden Fall gebeten, euch herumzuführen. Aber erst einmal das Grundlegendste. Mein Name ist Fanda. Freut mich. Auch das Vulpix neben ihm stellte sich vor. Ich bin Fate. Freut mich ebenfalls. Alle von uns stellten sich vor. Anschließend setzten wir das Gespräch fort. Wenn Knuddeluft möchte, dass ihr uns herumführt, kennt ihr euch hier sehr gut aus, nicht? Beide lachten.
Vermutlich besser als jeder andere. Ich lebe hier, seitdem ich 9 Jahre alt bin. Fate zog ein paar Jahre später hierher. Und wie lange ist das genau her? Inzwischen knapp 110 Jahre? Wir alle waren ziemlich erstaunt. Sie wirkten zwar alt, aber so alt? Wirklich? Ihr beiden seid älter als ich und Latios. Und deswegen haben wir in dieser Stadt alles durchgemacht und können euch herumführen. Aber ich denke, das verschieben wir auf morgen, nicht? Wenn ihr einfach der Straße folgt, findet ihr ein Hotel. Dort könnt ihr die Nacht verbringen. Wir werden uns morgen früh dort mit euch treffen. Am nächsten Morgen saßen die beiden bereits in der Hotellobby, als wir dort ankamen. Guten Morgen, seid ihr alle fit? In dieser Stadt kann ein Rundgang etwas dauern. Außerdem wird euch Fanda an jeder Ecke ein Ohr mit seinen Erzählungen abkauen. Das stimmt doch gar nicht, ich kann mich gut kurz fassen. Das habe ich nie bestritten. Aber nach allem, was hier geschehen ist, ist auch kurz lang. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu eilig. Diese Führung stand zwar ursprünglich nicht auf unserem Tagesplan, doch wir entschieden uns anzunehmen. Wir hätten in diesem Urlaub ohnehin 2 völlig unverplante Tage gehabt. Da konnte man sie doch auch nutzen. Und so führten uns die beiden Pokémon durch die große Stadt. Sie zeigten uns besondere Gebäude, eine Statue eines Pokémon und manches mehr. Doch was uns alle am meisten interessierte, war die Geschichte, die Lord Ecke bereits angeschnitten hatte. Die beiden wussten alles über diese Geschichte. Und dies hatte auch einen guten Grund. Die alte Geschichte über die Sklaven der Finsternis? Ach, es ist inzwischen so lange her. Wisst ihr, damals während dieser Krise habe ich Fate kennengelernt. Ich war damals ein Mitglied der Polizei hier in Metro City. Und meine Theorien waren so oft richtig, dass es für andere eigentlich hätte seltsam sein sollen. Ihr solltet wissen, damals war ich noch etwas anders. Ich hatte einen einzigen Freund, SD, ein schwarzes Vulnona, damals noch lila Vulpix. Ich war nicht gerade die Lebensfreude in Person. Der einzige Grund für mich überhaupt am Leben zu sein, war der Kampf gegen die Sklaven. Und das auch nur, weil ich an ihrer Existenz schuld war. Wir waren alle sehr verwirrt. Ja, ich hatte eine schreckliche Kindheit. Und nach einiger Zeit damals hatte mich ein Pokémon überzeugt, dass ich diese Gruppe gründen sollte. Ihm selbst hatte keiner vertraut. Nachdem ich seine Arbeit erledigt hatte, wurde ich schneller entsorgt, als ich bis 3 zählen konnte. Er machte eine kurze Pause vom Sprechen. Fate führte die Erzählung fort. Als ich ohne Erinnerungen verletzt bei ihm zu Hause aufgewacht bin, wusste ich davon nichts. Ohne Erinnerungen. Woher kenne ich das nur? Obwohl er wegen seiner Kindheit nicht sehr kontaktfreudig war, schlossen wir uns schnell zusammen. Wir verstanden uns gut, auch wenn er mir immer noch alles verschwieg. Bis wir feststellen mussten, dass sein einziger Freund ein Verräter war und für die Sklaven arbeitete, als einer ihrer Generäle. Andererseits lernte ich einen früheren Bekannten von Fanda kennen, der auch ein guter Freund wurde. Wir beide gestanden uns unsere Gefühle und brachen zusammen auf, um den Schattendämon, den die Sklaven beschworen hatten, zu vernichten. Fanda übernahm das Wort wieder. Wir reisten eine ganze Weile, um schließlich die letzten Kämpfe in einer weit entfernten Höhle zu bestreiten. Unser Freund Ethan, ein Evoli, bekämpfte den Ranghöchsten aller Generäle der Sklaven, ich ihren Leiter und meinen ehemaligen Mentor, und fällt den Dämon persönlich, der sich als mein Freund SD entpuppte. Der Name war eine Abkürzung gewesen, aber ich war es so gewohnt, betrogen zu werden. Außerdem erfuhren wir, dass Fate eigentlich eine verlorene Seele im Körper des Schattendämons war. Und diese verlorene Seele gab ihr die Kraft, den Dämon mit seiner eigenen Macht zu schlagen. Es war so, wie ich auch dem Dämon damals sagte. Sogar die Schatten leuchten grell, damit dein Untergang besiegelt wird. Aber mit dem Dämon musste auch ich verschwinden. Aber ich konnte zurückkehren. Und auch Ethan, den Fanda für tot gehalten hatte, zeigte sich als sehr lebendig. Ich hatte mich mit diesem Wissen lebendiger gefühlt als je zuvor. Und das gerade nach meinem Suizidversuch. Aber das ist unwichtig. Viele Monate später habe ich meiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht und hier sind wir nun. Eine Frage brannte Lord Ecke immer noch unter den Nägeln, während wir anderen diese Geschichte noch verarbeiteten. Fanda, wer war damals der Anführer der Sklaven? Wie hieß er? Dieses Pokémon... Vergiss es, dieses Wesen ist kein Pokémon. Dieser Abfall hieß Darkrai.
und ich hoffe, er schmort inzwischen irgendwo in der Hölle. Also war es wahr, was Lord Ecke gehört hatte. Darkrai macht uns seit Jahren das Leben schwer. Als Diener der dunklen Macht, der Wächter der dunklen Welt und letztendlich tatsächlich als Retter der Welt. Beide Pokémon sahen mich ungläubig an. Darkrai, der Retter der Welt? Das kann nicht sein. Er sagt die Wahrheit. Als diese Welt zerstört wurde, war er dafür verantwortlich, dass diese jungen Pokémon ein Team gebildet haben und die Determination mit Darkrais Hilfe besiegt. Aber ich bleibe dabei. Er hat es getan, weil er eine zerstörte Welt nicht terrorisieren kann. Für den Moment konnte sich jeder auf diesen Beschluss einigen. Und im Moment ist er in einem anderen Weltenbaum. Übernimmt mit seiner neuen Armee andere Welten. Fate und Thunder wirkten beide etwas traurig. Er wird es nie lernen. Ich hatte gehofft, dass er seine Lektion gelernt hatte. Wir würden gerne beim Kampf gegen ihn helfen, nur inzwischen sind wir beide etwas zu alt für sowas. Letztendlich verabschiedeten wir uns von unseren neuen Freunden. Es war Zeit für uns weiterzuziehen. Der Tag war bereits ziemlich weit vorangeschritten. Wir würden die Nacht unter den Sternen im Apfelwald verbringen, unserem letzten Ziel vor der Kristallhöhle. Die Wanderung zu diesem besonderen Wald dauerte nicht besonders lange. Bereits beim Eintritt wurde klar, woher der Wald seinen Namen hatte. Es gab hier keine Bäume, an denen keine Äpfel wuchsen. Hat dieser Ort auch eine Rolle in unserer Vergangenheit gehabt? Ja, es war in unserer ersten Mission, kurz nach der Erkundung der Kristallhöhle. Wir sollten im Zentrum des Waldes perfekte Äpfel sammeln, das Lieblingsessen des Gildenmeisters. Aber es war auch die erste Mission, auf der wir gescheitert sind. Offenbar war auch den anderen diese Information nicht bewusst. Ihr seid gescheitert? Ich dachte immer, ihr wärt bei keiner Mission gescheitert. War eure Bilanz nicht perfekt? Was denkst du von uns? Wir sind und waren normale Pokémon. Außerdem sind wir in eine Falle geraten. Eine Falle? Hattet ihr damals schon Feinde? Ja, nicht im Ausmaß wie später Zwirfinst, die dunkle Macht oder Darkrai. Aber Feinde hatten wir. Ein Team aus Vollidioten. Team Totenkopf haben sie sich genannt. Sie waren ein Erkundungsteam, haben aber eigentlich immer nur probiert, anderen Pokémon zu schaden. Wir haben uns deswegen das ein oder andere Mal mit ihnen angelegt. Damals hatten sie die perfekten Äpfel geklaut, um uns so dastehen zu lassen, als ob wir versagt hätten, um zu bewirken, dass wir nicht mit auf die Expedition gehen durften. Diese Expedition war das, was ich letztendlich als wahren Startschuss für unser Abenteuer sah. Damals haben wir den Nebelsee gefunden und herausgefunden, was es mit den Zahnrädern der Zeit auf sich hat. Bulby stellte eine Theorie auf. Heißt das, wenn dieses Team Totenkopf damals gelungen wäre, euch von der Expedition abzuhalten, wäre diese Welt dann vielleicht schon lange untergegangen? Lord Ecke zuckte mit den Schultern. Wer weiß, vielleicht wäre es tatsächlich so weit gekommen. Andererseits haben die drei sich gebessert. Bei unserer letzten Begegnung haben sie uns sogar geholfen. Was danach aus ihnen geworden ist, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich ehrlich bin, bezweifle ich, dass sie immer noch irgendwo ihr Unwesen treiben. Wir drangen tiefer und tiefer in den Wald ein, bis wir einen großen Baum erreichten. Hier ist der einzige Ort, an dem perfekte Äpfel wachsen. Wir können unsere Vorräte auffüllen und unser Nachtlager aufschlagen. Ein weiterer Tag unserer Reise war vorüber. Wir hatten viel über die Geschichte der Stadt Metro City erfahren und Pokémon getroffen, die früher Helden waren. Und ihre Rolle war nun die unsere.